Hallo, hier ist wieder Lena mit einem weiteren Interview für euch. Ich bin schon gespannt, was wir jetzt hören werden und wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Ich hoffe, dass ihr durch die verschiedenen Interviews und Videos unterschiedliche Wege aufgezeigt bekommt und dass sie euch helfen, dabei eigene, richtige Entscheidungen zu treffen, damit ihr in Frieden und in Stärke euren Weg gehen könnt. Guckt gerne durch die anderen Videos auf meinem Kanal. Hoffentlich ist noch etwas für euch dabei. Und bitte lasst positive und bestärkende Kommentare unter dem Video für die Frau, die jetzt gleich berichtet. Viel Spaß beim Schauen. Alles, alles Liebe, eure Lena. Eva. Hallo Lena. Eva, möchtest du dich einmal bitte vorstellen für die Frauen? Jawohl, mache ich. Hallo ihr Lieben, genau. Mein Name ist Eva, ich bin 28 Jahre alt, habe eine inzwischen 7-jährige Tochter und bin tätig als Coach und psychologische Beraterin, genau. Bin vor kurzem ja, durch einen glücklichen Zufall, eine glückliche Fügung auf Lenas Videos gestoßen und habe mich gefreut und einen Kontakt hergestellt. Genau, weil ich eben auch ganz aktuell, ganz vor kurzem erst, eben ja, eine Geschichte erlebt habe, die ganz schön in die Thematik passt, denke ich. Und freue mich, dass der Kontakt jetzt zustande gekommen ist. Wie möchten wir anfangen, Eva? Wie möchtest du starten? Ja, also ich würde sagen, wir fallen mit der Tür ins Haus und starten einfach genau beim Thema. Also ich hatte eine Fehlgeburt bzw. eine Missed Abortion. Das heißt, das Kind ist in mir verstorben, was Ende Januar Ende der 13. Woche festgestellt wurde. Und ich habe mich eben entschieden dazu, die ganze Sache natürlich vonstatten gehen zu lassen, also sprich auf den Abgang zu warten ohne medizinische Intervention. Und genau, bin jetzt auch ganz, ganz glücklich über die Entscheidung und das möchte ich ganz gerne auch, ja, deswegen möchte ich ganz gerne auch über mein Erlebnis berichten, weil ich denke, dass das vielleicht auch ganz wichtig oder ganz interessant für andere Frauen ist, die gerade in einer ähnlichen Situation sind. Genau. Ich starte einfach mal im Januar. Das war eben, wie gesagt, Ende der 13. Woche. Und es war auch so eine ganz, ganz komische, ganz, ganz komische Situation eigentlich schon, weil mein Partner und ich uns die ganze Zeit auch noch Gedanken darüber gemacht haben, eben tatsächlich, wie viel Kontrolle und medizinische oder medizinischen Background wir eigentlich wollen für die Schwangerschaft. Und ja, unsere Frauenärztin uns eben die Nackenfaltenmessung ans Herz gelegt hatte und wir den Termin gemacht haben und eigentlich aber gesagt haben, wir sagen den ab. Also das war so unser Stand. Und ich habe dann tatsächlich einen Tag vor dieser Nackenfaltenmessung ich so ganz leichte Blutungen bekommen und eigentlich auch nichts, was mich unruhigen. Also es war jetzt nicht so, dass da Symptome gewesen wären, die ganz klar irgendwie hätten drauf schließen lassen können, dass irgendwas nicht in Ordnung gewesen wäre. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl und habe halt dann auch in der Praxis angerufen. Hatte so dieses dringende Bedürfnis, jetzt einfach das zu wissen. Also ich hätte ja am nächsten Tag sowieso den Termin wahrnehmen können und hätte es dann ja auch erfahren. Aber es war so ein Gefühl irgendwie, dass ich gedacht habe, wenn das jetzt so ist, dann will ich das jetzt auch wissen. Und genau, bin dann halt in die Praxis gefahren und habe dann da auch die Bestätigung bekommen. Und also er sagte halt, das Herz schlägt nicht mehr und konnte auch nicht so ganz genau definieren, wie lange die Schwangerschaft halt schon nicht mehr intakt war. Also
ich kann nicht genau eingrenzen den Zeitraum, wann das Baby verstorben ist, bis die Diagnose dann gestellt wurde. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich saß dann im Behandlungszimmer und das war so wirklich tatsächlich auch der erste Gedanke, bevor ich so richtig geschaltet habe, dass das Kind verstorben ist, war mein erster Gedanke, oh Gott, ich will nicht ins Krankenhaus. Also so völlig abstrus eigentlich auch, was man ja in dem Moment dann so denkt, ne? Also, aber es war so wirklich der erste Gedanke, der mir in den Kopf schoss und ich habe dann auch meinen Arzt gefragt, ob ich das abwarten kann. Und seine Reaktion war tatsächlich, nein, das können Sie nicht, weil Sie werden verbluten oder als Notfall in der Notaufnahme landen. Also das hat er mir wirklich so prophezeit, er war felsenfest davon überzeugt. Und ich habe dann noch im Behandlungszimmer sitzend meine Hebamme angerufen und sie hat mich dann auch erstmal beruhigt und erstmal auch gesagt, fahr nach Hause, ist alles in Ordnung, du brauchst jetzt nicht in die Klinik. Ne? Also er hatte mir schon die Überweisung auch ausgestellt für die Klinik und ich bin dann erstmal nach Hause. Und habe dann eben auch hin und her überlegt erstmal und war dann aber relativ schnell wieder auch bei meinem Instinkt. Also das war so eine Frage, kann ich das organisatorisch verantworten, das jetzt abzuwarten? Am Ende hat dann aber der Instinkt gesiegt, der gesagt hat, eben andersrum, und ich denke, das hat sich jetzt auch bewahrheitet, dass es eben andersrum im Nachhinein sehr viel mehr zeitlicher Aufwand ist, mit der ganzen Sache umzugehen. Ja. Es war dann so, dass ich circa eine Woche gewartet habe, bis dann so leichte Wehen einsetzten. Das war nicht wild, das war wirklich gut auszuhalten und ich hätte wahrscheinlich selber das Gefühl gar nicht als Wehen identifiziert, wenn ich nicht wüsste, wie Wehen sich anfühlen. Also es war kein Schmerz, sondern wirklich nur dieses, der Bauch wurde hart und man hat es halt gemerkt, aber es hat nicht wehgetan. Und bin dann in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar wach geworden mit einer richtig starken Blutung, wo dann auch was abging. Und danach waren auch die Wehen schlagartig weg und ich bin eigentlich davon ausgegangen, das war jetzt der Abgang. Und habe am nächsten Tag meine Hebamme angerufen und sie auch darüber in Kenntnis gesetzt. Genau, und sie ist dann auch erstmal davon aus, oder wir sind dann beide erstmal davon ausgegangen, dass das war. Und ich habe dann ja so ein bisschen mit einem, wie soll ich sagen, mit einem unguten Gefühl, wäre zu viel gesagt, aber ja, mit einer gewissen Unsicherheit auf die erste Regel gewartet, weil ich halt so ein bisschen die Sorge hatte, zum einen, dass einfach Reste noch drin sind und zum anderen einfach auch so ein bisschen dieses, man bekommt ja dann auch gesagt, dass die erste Regel oft schmerzhafter oder doller ist als sonst oder wie auch immer. Und ich war einfach so ein bisschen unsicher, was da auf mich zukommt. Was für mich auch ganz komisch ist, weil ich das eigentlich nicht habe vor der Regel. Also das war auch so ein ganz komisches Gefühl. Und es war dann tatsächlich so, dass genau 27 Tage später eine Blutung einsetzte, die auch mit Regelschmerzen, mit ganz normalen Regelschmerzen begann. Und nach 2 Tagen war die Blutung aber komplett weg und dafür setzten aber dann wieder Wehen ein. Und die Wehen waren auch wirklich schmerzhaft. Und so auch, dass ich, dass ich für mich in dem Moment erstmal wirklich ein ungutes Gefühl bekommen habe, weil ich ja eigentlich dachte, der Abgang wäre schon vorbei. So, dass ich gedacht habe, das sind doch keine normalen Regelschmerzen. Und aus diesem Gefühl heraus dann tatsächlich ins Krankenhaus gefahren bin, weil ich mir einfach nicht sicher war, ob das jetzt überhaupt noch mit dem Abgang zu tun hat oder was da jetzt los ist. Und im Krankenhaus wurde dann ein Ultraschall gemacht und die Ärztin stellte fest, dass im Gebärmutterkanal was sitzt
Und dass eben auch noch 3 Zentimeter einfach drin sind in der Gebärmutter, Schwangerschaftsgewebe oder was genau, konnte sie nicht sagen. Und das war dann auch so ein Moment, wo ich wirklich zum ersten Mal oder ja eigentlich ja zum zweiten Mal mit dieser Situation mit meinem Gynäkologen zum zweiten Mal wirklich so zu dieser Ausschabung auch gedrängt wurde dann, wo die Ärztin dann auch gesagt hat, also dass sie warten ja jetzt schon so lange und es ist immer noch was drin und das geht auf gar keinen Fall, also das können sie jetzt nicht länger abwarten. Und auch meine Hebamme war inzwischen so, dass sie sagte, ja, ich würde mir das zumindest überlegen. Also sie hat jetzt nicht gesagt, du musst es jetzt machen oder so, ne? Sie hat auch bis zum Schluss immer gesagt, am Ende entscheidest du das. Nur so ihr Hinweis war einfach so ein bisschen zu sagen, wenn du jetzt die OP machst, dann hast du es einfach hinter dir. Weil ich ja nun bis zu dem Zeitpunkt auch schon eine Weile einfach damit gekämpft hatte. Und es war dann tatsächlich so, dass ich erstmal sogar eingewilligt habe und mich für die OP habe vorbereiten lassen, also sprich zum Narkosegespräch gegangen bin. Und auch da gab es eine Diskussion, weil ich eben diese Ausschabung nicht unter Vollnarkose haben wollte, sondern mit einer PDA. Das geht. Allerdings machen die das nicht gern, weil das einfach nicht die Regel ist. Warum wolltest du das, Eva? Ja, weil für mich eben dieses Gefühl, die Schwangerschaft nicht alleine oder nicht von selbst zu beenden, an sich schon schwierig ist. Und ich die Erfahrung gemacht habe vorher, dass es noch viel schwieriger für mich ist, wenn ich diesen Moment nicht miterlebt habe. Da fehlt ein Stück Bewusstsein oder ein Stück Verarbeitungsmöglichkeit, weil man wird wach und hat den Prozess nicht miterlebt. Das heißt, die kognitive Arbeit im Nachhinein, das zu begreifen, ist sehr viel größer, als wenn man es einfach bewusst mitbekommt. Das war so der Hintergrundgedanke. Und es war dann auch tatsächlich so, dass der Anästhesist, der unheimlich nett war, das muss ich wirklich sagen. Also ich habe dieses Mal, das kann ich nicht anders sagen, beim letzten Mal war es anders, aber dieses Mal bin ich tatsächlich auf unheimlich nette Ärzte gestoßen, die aber natürlich trotzdem ihr Schema F abfahren. Also das, ne, das ist, ob die jetzt menschlich nett sind oder nicht, man befindet sich in einer medizinischen Maschinerie in dem Moment. Ja, und dieser Narkosearzt war aber unheimlich nett und sagte, wir machen das und er hätte das noch nie so gemacht. Er würde aber auch kein Problem darin sehen, das so zu machen, wenn ich das so möchte. Was mich erstmal wirklich auch beruhigt hat, so ein bisschen in dieser Situation. Und das war dann aber so, dass ich nach dem Narkosegespräch rausgegangen bin und noch 4 Stunden hätte warten müssen auf den OP-Termin. Und im Grunde aus diesem Zimmer raus bin und gedacht habe, so jetzt fährst du nach Hause. Und das war auch wieder so ein Instinktmoment. Also das war überhaupt nicht begründet auf irgendwelchen Fakten oder Überlegungen, die ich vorher gemacht habe, sondern das war wirklich so ein Gedanke, der in dem Moment kam und auch präsent war. Also den ich jetzt auch nicht einfach wieder wegschieben konnte, sondern das war wirklich dieses Gefühl, so jetzt fährst du nach Hause. Und ich bin dann nach Hause gefahren und habe auch gemerkt, dass mir das wirklich gut tat, erstmal nochmal nach Hause zu kommen und mich zu sammeln. Und habe dann hier nach einer Stunde gesessen und habe versucht, so ein bisschen mich in die Situation, in dieses Danach hineinzuversetzen. Also mir vorzustellen, okay, jetzt so in ein paar Stunden, wie geht es dir dann? Wie fühlst du dich, wenn du das jetzt machst? Und da habe ich, glaube ich, dann das erste Mal bewusst auch gemerkt, dass sich so in mir alles dagegen sträubt und habe den Hörer in die Hand genommen und den Termin abgesagt im Grunde im Krankenhaus.
und habe dann meine Hebamme informiert, dass ich mich jetzt eben gegen die OP entschieden habe. Und habe dann wirklich auch, weil ich ja auch dann wollte, wirklich, also das muss ich wirklich sagen, zu dem Zeitpunkt, vielleicht war das auch so ein Instinkt oder ein inneres Bauchgefühl, ich hatte die Schnauze einfach auch voll in dem Moment. Das heißt, ich wollte es dann wirklich auch hinter mir haben und habe angefangen, Tee zu trinken. Und ach so, das, genau, das ist auch ganz interessant. Als ich im Krankenhaus war, haben die Wehen plötzlich aufgehört. Also das heißt, die ganze Zeit im Krankenhaus, ich hatte nicht eine Wehe. Und ich war auch völlig schmerzfrei, ohne jetzt irgendwie, dass ich was genommen hätte oder im Krankenhaus irgendwas gemacht worden wäre. Die haben ja nur einmal geschallt. Und es war wirklich in dem Moment so, waren die Schmerzen weg. Und ich bin dann ja nach Hause und habe dann gemerkt, dass gegen Abend halt dann die Wehen auch wieder eingesetzt hatten. Also das war so nach 2-3 Tassen Tee. Ich habe halt wirklich gemerkt, dass es dann auch wirklich relativ schnell losging, was mich auch so in dem Gefühl bestätigt hat, was ich im Krankenhaus schon hatte. Ich habe immer gedacht, das sind jetzt noch 3 Zentimeter und du hast schon viel mehr geschafft. Und wenn das jetzt schon so weit unten sitzt, dann kann es ja keine Wochen mehr dauern, bis das abgeht. Und ja, also es war dann so, dass ich den Montag eben wirklich noch mit Wehen verbracht habe und auch die Nacht noch mit Wehen verbracht habe. Und Eva, kann ich dir... Ja? Was für einen Tee hattest du denn getrunken? Was hast du... Ach so, ja, Entschuldigung, genau, richtig. Ich habe die ganze Zeit schon Frauenmanteltee getrunken und habe dann, um die Wehen anzuregen, Hirtentäscheltee getrunken. Und ja, also das, ich denke, das ist so mein Gefühl, ich denke, dass das wirklich die ganze Sache vorangeschoben hat, weil es vorher halt immer so ja, zwischendurch eben mal Wehen waren, wo ich die aber nie so stark waren oder nie so präsent waren, dass ich jetzt auch das Gefühl gehabt hätte, das bringt was oder das schiebt irgendwas voran. Und das war dann eben mit dem Tee ging das relativ schnell dann, dass ich auch gemerkt habe, da tut sich was. Und ja, also es war dann an diesem, genau an dem Tag drauf, an dem Dienstag, dass ich den Tag, den Vormittag auch noch mit Wehen verbracht habe, die aber noch relativ gut auszuhalten waren. Und dann, ja, so gegen Nachmittag ging das los, dass die Wehen wirklich auch alle 5 Minuten kamen und dann auch alle 3 Minuten. Und ich das auch, muss ich wirklich sagen, erst gar nicht so geschaltet habe, dass die Wehen so schnell hintereinander kommen. Also, ich habe mich das dann irgendwann gefragt und habe dann auch mal auf die Uhr geguckt. Und als ich dann gemerkt habe, dass die Zeitabstände so kurz sind, war mir dann auch klar, dass es einfach so lange nicht mehr dauern kann. Und ja, es war dann so, dass ich glaube gegen 19 Uhr, auch ganz witzig, kurz nachdem mein Partner nach Hause kam, dann die eigentliche Geburt losging. Und was mich auch tatsächlich in dem Moment sehr fasziniert hat irgendwie, war, dass das doch tatsächlich auch für diese verhältnismäßig frühe Woche der Unterschied zu einer normalen Geburt relativ klein ist vom ganzen Ablauf her. Also das heißt, die Fruchtblase platzt ganz normal und man merkt auch tatsächlich ja, denselben Effekt, den das Ganze hat, wie wenn man ein Kind auf die Welt bringt. Also ich denke, jede Frau, die schon mal ein Kind auf die Welt gebracht hat und weiß oder diesen Moment kennt, nachdem die Fruchtblase geplatzt ist, irgendwie kann das nachvollziehen. Also ich, das war dann auch so ein Moment, wo ja, ich auch ganz ruhig wurde irgendwie. Das hatte ich auch, das war so das erste Mal, wo ich auch in dieser ganzen Phase wirklich so völlig die Ruhe in Person war, weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, jetzt läuft es so, wie es soll. Also auch ein ganz spannendes Gefühl, so zu wissen,
eigentlich, man sitzt da und man hat tierische Schmerzen. Und, ne? Aber genau das signalisiert einem gerade, dass jetzt genau das passiert, was passieren soll. Und das hat mich so beruhigt irgendwie, also dieses zu wissen, dein Körper regelt das. Und auch für mich so in dem Moment, wo ich mich mental darauf einstellen konnte, also ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, tatsächlich ins Krankenhaus zu gehen und zu sehen, da sind jetzt einfach noch diese 3 Zentimeter drin. Und in dem Moment war es für mich so klar, wo der Schmerz herkam, die Angst war weg und danach war es für mich auch überhaupt kein Problem mehr, diesen Prozess jetzt einfach geschehen zu lassen. Also ich denke, dieser Schmerz, den ich vorher empfunden habe, hatte tatsächlich ganz viel mit der Angst zu tun, nicht zu wissen, woher der Schmerz kommt. Also als ich das dann wusste, war es für mich dann auch kein Problem mehr, den Rest mit mir selbst auszumachen. Und ich denke auch im Nachhinein, hätte ich gewusst zu dem Zeitpunkt, dass noch was drin ist, wäre ich wahrscheinlich gar nicht ins Krankenhaus und ich wäre gar nicht in die Situation gekommen, das nochmal kontrollieren zu lassen oder mir nochmal auch die Frage stellen zu müssen, lässt du dich jetzt operieren oder nicht? Und für mich ist halt so die Erfahrung auch tatsächlich in diesem ganzen Hin und Her, dass diese Ruhe eigentlich erst reinkam, als ich wirklich für mich die Entscheidung getroffen hatte, ganz bewusst die Entscheidung getroffen hatte, du verschwendest da jetzt keinen Gedanken mehr dran. Du bist jetzt hier und das ist richtig und das ist gut und es passiert dir nichts. In dem Moment war das auch so wie so ein Abschließen oder Friedensschließen vielleicht eher. Das passt vielleicht eher vom Gefühl her. Also in mir hat sich so ein Frieden eingestellt, mit dieser Situation umzugehen. Und diese Unruhe, die man, glaube ich, auch kurz nach so einer Diagnose einfach hat, bis sich alles wieder setzt. Das ist dieses, das selbst zu erleben, das selbst zu machen, da selbst durchzugehen, hilft ganz viel dabei, aus diesem Schockzustand, in dem man ist, auch wieder rauszufinden. Das fand ich ganz präsent, auch jetzt in dieser Zeit, auch in der Zeit danach immer wieder zu merken, dass man durch dieses Erlebnis dann tatsächlich auch den Schock oder das eigentliche Trauma sehr viel besser packen kann, fassen kann und dadurch natürlich dann auch schneller oder besser verarbeiten kann oder in seine Lebenswirklichkeit einfach übertragen kann. Das ist ja am Ende nicht das, was wichtig ist. Ich glaube, die Probleme entstehen immer dann, wenn wir versuchen, diese Erfahrungen eben nicht in unsere Lebenswelt zu integrieren. Also sprich zu sagen, ich will das nicht mehr fühlen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich lager das sozusagen aus. Ich glaube, dann holt es uns irgendwann ein. Und ich glaube, dass es wichtig ist, für sich die Weichen so zu stellen, dass man es im Nachhinein mitnehmen kann, ohne dass es einen Ballast bedeutet. Was hat dir so das Vertrauen gegeben und auch die Geduld, zum Beispiel zu warten? Und gab es etwas, was dir Angst gemacht hat? Oder wie hast du die Angst genommen, zum Beispiel, was der Frauenarzt zum Beispiel gesagt hat? Ja, also zum einen ist es ein bisschen die Vorerfahrung gewesen. Ich hatte vor 2 Jahren eine Fehlgeburt in der 7. Woche. Und habe mich damals eben tatsächlich auch zur OP überreden lassen. Das heißt, ich habe auch damals eine Weile abgewartet und schlussendlich dann aber doch mich für die OP entschieden. Und das im Nachhinein einfach sehr bereut. Das heißt, dieser Verarbeitungsprozess und auch dieses innere Hadern mit mir selbst, diese Frage immer wieder, warum hast du das gemacht, hat unheimlich an mir genagt. Und glaube ich, auch da schon unbewusst dieses Gefühl, nicht bei mir geblieben zu sein. Also zu wissen, man hat eine Entscheidung getroffen, man hat eigentlich gar keine Entscheidung getroffen.
das trifft es vielleicht eher. Es gab Ängste in der Zeit. Meine größte Angst, die im Nachhinein, ich muss drüber schmunzeln, wenn es so bescheuert ist, aber meine größte Angst war tatsächlich, dass es einfach nicht abgeht. Also meine größte Angst war wirklich einfach, dass da nichts passiert. Und ich habe auch, als mir das so bewusst wurde, dann bin ich mit mir selbst so ins Gespräch gegangen und habe irgendwann dann gedacht, das ist so, als wenn du am Ende deiner Schwangerschaft Angst hast, dass das Kind einfach nicht geboren wird. Das ist so irrational. Das ist so eine Angst, die einfach, die Natur macht das nicht. Ja, es ist, kein Kind bleibt versehentlich im Mutterleib. Das passiert einfach nicht. Und das war aber wirklich meine größte Angst in dieser ganzen Zeit, dass es einfach nicht abgeht. Also genau. Und meine zweitgrößte Angst in der Zeit nach dem Abgang oder kurz nach diesem ersten Abgang, weil das bei mir so in zwei Etappen im Grunde war, war dann eben auch das, was zurückgeblieben ist und ich dann eventuell trotz des Abgangs noch die OP brauche. Also das war so die nächste Angst, die dann aufkam. Wo dann aber für mich irgendwann so dieser Gedanke immer präsenter wurde, zu sagen, spätestens, wenn dein Körper wieder eine Regelblutung anschiebt, muss er ja den Rest, also irgendwann muss es ja rauskommen. Das ist ja einfach schon, wenn man sich ein bisschen mit der Biologie der Frau beschäftigt und des Zyklus beschäftigt, ist eigentlich logisch, dass sowas nicht auf ewig da drin bleibt. Also natürlich gibt es in ganz seltenen Fällen die Situation, dass sowas verwächst oder was auch immer. Aber ich glaube am Ende, dass das so seltene Komplikationen sind und dass auch da der Körper rückmelden würde, wenn irgendwas nicht stimmt. Also ich glaube, auch das wüssten wir dann. Ja? Und ich glaube, was mir so die Kraft gegeben hat, diese Zeit wartend zu verbringen, war natürlich zum einen einfach wirklich das Gefühl, diese Erfahrung vom letzten Mal nicht wiederholen zu wollen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Das war so das eine. Das andere war aber auch wirklich zu sagen, ich möchte eben nicht wieder in diesen also es ist ja im Grunde ein Trugschluss, den man da auferlegt. Also zu sagen, ich lasse das jetzt beenden, hat am Ende keine Vorteile, keine greifbaren Vorteile. Ja? Also die Risiken, die eben angesprochen werden vom Arzt, wenn man sagt, man möchte das natürlich abgehen lassen, die sind so unwahrscheinlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesem Eingriff irgendwas passiert, einfach höher ist. Das oder die Dinge, die da passieren, sind aus medizinischer Sicht nicht so gravierend, glaube ich. Also ich glaube, Ärzte oder Gynäkologen stufen diese Folgeerscheinungen einfach als nicht so gravierend ein. Für die Frau selbst, persönlich, für jeden Einzelnen ist es natürlich was ganz anderes. Also ich vergleiche mich ja nicht mit anderen Patienten oder mit anderen, sondern es ist ja mein Leben und mein Körpergefühl, um welches es da am Ende auch geht. Und für mich war ganz klar ein großer Halt in der Zeit auch meine Hebamme. Einfach das Wissen, gar nicht mal so sehr diese Kontrolle. Also wir haben uns in der Zeit auch nicht, sie hat, glaube ich, einmal den HCG-Wert noch kontrolliert und ansonsten hat sie mich zwischendurch mal gefragt, wie es mir geht. Und das, glaube ich, aber dieses Wissen, da ist jemand, der möchte wissen, wie es dir geht und der
nimmt einfach gerade Anteil an der Situation. Also ich glaube, das war eigentlich das, was dann so Kraft oder haltgebend war, zu sagen oder zu wissen, du gehst da nicht allein durch. Und du hast, auch wenn du unsicher bist, mal noch einen kompetenten Ansprechpartner. Und wenn du aber nicht unsicher bist und nicht sprechen möchtest, dann ist das auch okay. Und ich glaube, so dieses zu wissen, ich muss da nichts machen, ich muss da nicht hin, ich muss da nichts sagen, ich kann, aber wenn ich mich danach fühle und wenn ich das Bedürfnis danach habe, das hat mir ganz viel Sicherheit gegeben. Und doch auch am Ende hat sich tatsächlich, so komisch das vielleicht klingen mag, sowas wie ein Glücksgefühl würde ich das nicht nennen, aber einen Frieden oder eine Ruhe eingestellt. Also ich bin auch nach diesem Abgang, nach dieser Fehlgeburt dann einfach unheimlich zu mir gekommen und irgendwie habe mich eigentlich in dem Moment wirklich gut gefühlt, als ich für mich die Entscheidung getroffen habe, ich warte das jetzt ab. Und eigentlich die Tatsache, das bewusst wahrzunehmen, dass es mir mit dieser Entscheidung gut geht, war dann auch war für mich dann auch das, was mir die Kraft gegeben hat, das einfach jetzt durchzuziehen, auch gegen andere Stimmen zu sagen, solange für mich das sich richtig anfühlt, ist das in Ordnung und solange mache ich das jetzt so. Und in dem Moment, wo sich das für mich nicht mehr gut anfühlt, kann ich die Karten immer noch neu mischen. Und ja, das war so der Moment, als mir das erste Mal so durch den Kopf ging, der in mir dann zum einen auch so meine Kraft wiederhergestellt hat, mich aber auch ganz ruhig hat werden lassen und mich aus dieser Rastlosigkeit rausgeholt hat wieder. Hast du dich nochmal belesen? Hast du versucht, dich irgendwie vorzubereiten, als du dachtest, du wartest ab? Oder hattest du irgendwie Austausch mit anderen Frauen noch? Oder hat dir deine Hebamme noch so andere Wege aufgezeigt, wie du es erleben kannst? Ja, jein. Also ich habe... Ich beschäftige mich halt selber schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Homöopathie und bin da einfach recht informiert und habe natürlich schon so ein paar Mittelchen da gehabt oder mir zurechtgestellt und gesagt, wenn ich sie brauche, dann weiß ich, wo sie sind. Ne? Das war sowas, was ich gemacht habe. Witzigerweise in der Zeit gar nicht so viel. Ich habe dann eigentlich nach dem Abgang, nach dieser Erfahrung, die für mich auch so eine Schlüsselerfahrung war, dass man durch ein Erlebnis, was irgendwie gesellschaftlich so auch negativ behaftet ist, also eine Fehlgeburt ist ja erstmal nichts Positives, nichts Schönes, aber diese Erfahrung, dass man dass auch in so einem Moment oder aus so einer Situation ganz viele gute Gefühle entstehen können. Wie soll ich sagen? Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Dieses, ich musste erst für mich eine Klarheit finden, bevor ich in Austausch mit jemandem gehe darüber. Ich glaube, das war so das Gefühl. Also ich war am Anfang, es waren so viele Dinge, so viele Impulse, die da auf mich eingeprasselt sind, dass ich am Anfang das Gefühl hatte, wenn ich jetzt noch in Austausch gehe, dann sind da noch mehr Impulse und da
habe ich mich die erste Zeit doch auch einfach so ein bisschen von abgeschirmt. Und habe aber eben durch dieses Erlebnis, dass ich doch irgendwie mich nicht nur schlecht, sondern auch irgendwie gut gefühlt habe dabei oder danach, dann angefangen zu recherchieren, so ein bisschen. Und bin daraufhin dann zum Beispiel auf deine Videos gestoßen und überhaupt zum ersten Mal mit dem Thema Alleingeburt in Berührung gekommen. Also da wurde mir eigentlich erst bewusst, okay, krass, es gibt sogar ein Wort für das, was du da gemacht hast und du bist nicht der einzige Mensch, dem solche Gedanken durch den Kopf gehen. Es gibt sogar Frauen, die machen das, wenn sie lebendige Kinder zur Welt bringen. Also das war dann auch so, das war für mich auch nochmal echt heilsam und gut zu sehen, okay, alles klar, so bescheuert und so fremdartig ist es gar nicht, sondern es ist vielleicht tatsächlich ein ganz gesunder, natürlicher Instinkt, das eben so zu wünschen und so zu wollen. Was nicht heißt, dass ich jetzt verurteile, wenn jemand das nicht möchte. Auch das ist ja ein Instinkt. Ja, aber da überhaupt erstmal hinzukommen. Und das hat mir dann im Nachhinein, muss ich sagen, unheimlich geholfen. Auch für mich, für meine Bewertung. Oder ne, jetzt man bewertet ja solche Situationen im Nachhinein dann doch immer nochmal. Und das hat mir unheimlich viel gegeben, für mich jetzt nochmal auch zu merken, das ist eigentlich ein ganz gesunder Instinkt. Genau. Eva, möchtest du noch weiter erzählen, wie die Fehlgeburt dann weiterging, nachdem das Wasser, nachdem die Fruchtblase geplatzt war? Genau, ja. Also es war dann so, dass ich eben in dem Moment, als die Fruchtblase platzte, war ich tatsächlich auch so ein bisschen überrascht. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass man das so oder in so einer frühen Schwangerschaftswoche tatsächlich doch schon so bewusst auch mitkriegt. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass man das merkt und dass da auch mehr abgeht als nur Blut, aber ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich einen Blasensprung gibt wie bei einer Geburt. Ja, und es war aber komischerweise, also es war bei beiden Abgängen, beim ersten Mal war es tatsächlich völlig schmerzfrei. Also ich bin nachts aufgewacht und bin auch so instinktgesteuert, also ich war noch gar nicht wach, bin aufs Klo gelaufen, einfach nur, weil ich merkte, dass ich unheimlich stark blutete. Und dann ging das eigentlich ab, ohne dass ich da jetzt irgendwas gemacht hätte oder gemerkt hätte. Es war auch völlig schmerzfrei. Und dann beim zweiten Mal, als die Fruchtblase dann platzte, da hatte ich ja vorher wirklich auch schon starke Wehen. Also ich muss auch sagen, zum Schluss war es dann wirklich so, dass ich mich doch auch sehr an die Geburt meiner Tochter zurückerinnert gefühlt habe. Auch von der Schmerzintensität her, was ich auch erstmal so gar nicht erwartet hätte. Also ich habe Wehen erwartet. Das war auch das, worauf meine Hebamme mich vorbereitet hat, aber ich habe nicht erwartet, dass es doch so intensiv einfach ist. Ich habe aber gemerkt, dass je mehr eben ich mich auf diesen Prozess einlasse, desto einfacher wurde es, mit dem Schmerz umzugehen. Und das ging dann auch recht gut. Also das war dann wirklich so ein, nachdem die Fruchtblase geplatzt ist, hat das vielleicht eine Viertelstunde gedauert, wo ich dann auch echt gemerkt habe, also da war ich auch, da hätte ich auch nichts mehr tun können oder so. Also das war so der Moment, wo mein Körper einfach völlig autonom seinen Job gemacht hat. Und wo ich aber gemerkt habe, wirklich in dem Moment, wo es abging und der Muttermund wirklich auch offen war, war auch das wieder völlig schmerzfrei. Also das heißt, die Zeit vorher habe ich die Wehen wirklich gemerkt und musste auch teilweise wirklich, ja, also ich konnte auch, also es waren wirklich Wehen, die mich auch gehindert haben zu sprechen oder so. Ne? Also die wirklich auch andere Körperfunktionen einfach ausgestellt haben. Und
in dem Moment, wo es abging, dann aber waren tatsächlich diese Schmerzen schlagartig weg. Und auch die Wehen wurden wirklich schlagartig besser. Ich habe nach dem Abgang war ich einfach erschöpft. Also ich könnte noch nicht mal sagen, dass ich mich schlecht gefühlt hätte körperlich. Also ich mir war nicht schlecht oder ich hatte jetzt sonst keine, ich hatte keine Kreislaufprobleme oder sonst irgendwas. Ich habe einfach nur gemerkt, dass ich ja, völlig K.O. war. Also genau, und ich habe, was ich vorher gemacht habe, genau, du hattest vorhin gefragt, ob ich mich irgendwie vorbereitet habe. Was ich gemacht habe tatsächlich, ich habe mich mit HSC-Säften eingedeckt und geguckt, dass ich einfach viel ja, rote Säfte und rotes Zeug da habe und einfach das, das Eisen oder dem Körper Eisen zuzuführen, weil ich ja nun einfach auch vorher nicht genau wusste, wie viel Blut ich tatsächlich am Ende verlieren würde. Ich muss aber auch sagen, also auch das ist vielleicht eine wichtige Information, ich habe zwar Blut verloren und jeweils zu den also als wirklich der Abgang kam, habe ich wirklich auch ordentlich Blut verloren, aber dazwischen gar nicht. Also auch das scheint der Körper im Normalfall einfach selber zu regeln. Auch das ist so ein, wo ich denke, der Körper weiß, wie viel Blut er verlieren kann. Und meine Hebamme hat ganz schön gesagt, der Körper ist geizig mit seinen Säften. Der gibt nie mehr her als unbedingt nötig. Und auch das war so eine Erfahrung, die ich ganz irre fand, zu merken, da passiert nichts, was du nicht verkraften kannst oder was vielleicht für deinen Körper oder für deinen Haushalt gerade zu viel wäre. Und der Körper schaltet auch und merkt irgendwie, wie viel er gerade schafft und wie viel er gerade verarbeiten kann. Also genau, das habe ich halt gemacht. Ich habe mich mit Eisensäften zugedeckt vorher oder eingedeckt für den Fall einfach auch. Und ja, das hat mir auch ganz gut getan dann im Nachhinein. Also ich habe gemerkt, wie das so meine Lebensgeister wieder ein bisschen geweckt hat. Und ich fand es dann nach dem Abgang einfach wirklich auch interessant oder faszinierend, so mitzuerleben, wie schnell man sich doch auch körperlich davon erholt tatsächlich. Also es war jetzt nicht so, ich hatte 2 Tage noch so leichte, wirklich so leichte Nachwehen. Und das war aber wirklich, also es war völlig auszuhalten. Also ich habe auch vorher noch, war noch in der Apotheke und habe mir Schmerzmittel geholt, die ich dann aber tatsächlich am Ende gar nicht gebraucht habe. Also die Packung liegt zu im Regal. Und das war für mich auch nochmal so eine ganz ja, interessante Erfahrung einfach doch, dass man sich danach relativ schnell erholt. Und ich weiß halt also von mir aus der Erfahrung nach der OP, dass das damals sehr viel länger gedauert hat. Da mag es auch Frauen geben, bei denen das anders ist, klar. Aber ich hatte auch körperlich nach der OP einfach sehr viel mehr Symptome oder eine längere Erholungszeit nötig, als jetzt nach dem natürlichen Abgang. Das war ja ganz interessant, genau. Hast du irgendetwas gemacht, um nochmal für dieses Kind, was da in dir war und was dann gegangen ist? Oder hast du genau angeschaut, was da aus dir rausgekommen ist? Oder was hast du dann damit gemacht? Oder was hat dir geholfen, auch dieses Kind auch irgendwie gehen zu lassen? Oder ich weiß nicht, wie du das siehst, ja? Ja, das klingt vielleicht merkwürdig, aber ich habe mich tatsächlich, also die Frage habe ich mir vor dem Abgang auch oft gestellt. Es war ein Gedanke, der mir oft durch den Kopf gegangen ist. Was machst du dann? Was machst du dann damit? Und das war auch ganz witzig, also das ist, ohne jetzt viel von der Partnerschaft an sich zu erzählen, aber ich glaube, das ist vielleicht auch oft so ein Mann-Frau-Ding. Ich glaube, für meinen Partner war das gar nicht so richtig nachvollziehbar, dass ich mir da Gedanken drüber mache. Ich weiß auch nicht, wie das für Außenstehende ist. Also
für Frauen oder für uns, die solche Erfahrungen kennen oder schon gemacht haben, ist es vielleicht auch nochmal anders. Ich habe dann aber, also ich habe auch viel hin und her überlegt. Ich muss auch sagen, ich finde die Idee schön, zum Beispiel einfach einen Kerzenständer zu haben, der einfach nur für das Kind angemacht wird. Also sowas finde ich ganz schön. Ich finde es aber am Ende auch ganz schön, das Ganze so normal wie möglich in den Alltag zu integrieren. Also ich habe auch lange überlegt, ob ich ein Ritual haben möchte oder irgendwas, was das Ganze nochmal so abschließt. Und denke aber inzwischen, dass ich es eigentlich schöner finde, das mitzunehmen. Also ich weiß nicht, ob das verständlich ist für andere. Also, ne? Also ich habe für mich gar nicht so das Gefühl, dass das einen Abschluss braucht oder so. Ich glaube eher, diesen Prozess zu erleben, das wirklich bis zu Ende zu erleben und zu wissen, man bringt das jetzt zu Ende und das ist der Moment, wo es zu Ende geht. Ich glaube, das ist am Ende das, was heilsam ist, auch irgendwie in Kraft gibt. Und da hatte ich nicht so das große Bedürfnis einfach nach diesem Ritual nochmal. Also ich glaube, für mich war das an sich schon, hatte das was sehr Ritualhaftes, ja. Was hat die Erfahrung, hat die dir nochmal etwas zu deinem, über deinen Körper gezeigt? Oder hast du eine andere Verbindung? Ich habe gerade nicht verstanden. Die was? Die wer? Die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast. Wie ist die Verbindung, die du zu deinem Körper hast? Wie ist die jetzt? Hat sich da irgendwas geändert? Hast du irgendwas gelernt über dich und deinen Körper? Und wie siehst du dich vielleicht jetzt? Für mich ganz spannend war, dass jetzt eben dieses ja doch insgesamt recht positive Erlebnis mit dieser Fehlgeburt, das sehr negative Erlebnis mit der letzten Fehlgeburt so ein bisschen relativiert hat, glaube ich. Oder ich glaube, das kann man so sagen. Weil ich dadurch die Erfahrung gemacht habe, dass diese Dinge eben völlig selbstbestimmt funktionieren können. Und dass das auch bei mir völlig selbstbestimmt funktionieren kann. Also ich glaube, das ist wirklich was man so mitnimmt, wenn man von außen so die Information kriegt oder das Gefühl bekommt, du schaffst das nicht alleine. Ne? Also das war auch was mir ganz oft gesagt wurde, das schaffen sie nicht alleine. Ne? Man verinnerlicht das so und das ist, hat für mich auch zum Beispiel eine ganz große Angst vor einer weiteren Schwangerschaft gemacht, die sich nach dieser Fehlgeburt abstruserweise, müsste man ja eigentlich sagen, völlig in Luft aufgelöst hat. Also das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, würde ich jetzt schwanger werden, wäre diese Angst nicht mehr da. Und das ist ganz interessant. Einfach durch das Erlebnis, dass der Körper diesen Prozess kennt und kann und durchführt, ist, glaube ich, habe ich für mich ein ganz großes Stück Vertrauen zu mir einfach zurückgewonnen. Und ich glaube, dass das eben tatsächlich auch am Ende der große Unterschied ist zwischen der Operation und dem natürlichen Abgang. Also ich glaube, wenn es um Fakten und Daten geht, dann ist es müßig, darüber nachzudenken, weil beides Risiken birgt. Und aber in beiden Richtungen die Risiken so selten eintreffen, dass es eigentlich gar nicht lohnt, darüber zu sprechen. Also mein Gynäkologe sagt mir auch, es sind 0,04% der Frauen, bei denen während einem natürlichen Abgangs tatsächlich irgendwelche Komplikationen auftreten. Also 0,04%, das ist so wenig, dass die Angst davor fast wirklich unbegründet ist. Und das finde ich, glaube ich, ganz elementar
für so eine Entscheidung zu sagen, es geht nicht nur um den, es geht in diesem Moment nicht nur um den Moment, sondern es geht auch um die Frage des Danachs. Also wie gehe ich im weiteren Verlauf damit um? Wenn ich weiß für mich, ich kann damit umgehen und mir ist es am Ende egal, dann denke ich, ist es auch in Ordnung, wenn eine Frau sich zur OP entscheidet und sagt, danach bin ich damit fertig und ich muss mich damit nicht mehr befassen, wenn das der Instinkt ist, der das so vorgibt. Denke ich, kann man auch damit seinen Frieden finden. Ich denke nur, dass es eben wichtig ist, wenn man diesen Instinkt eben in die andere Richtung hat, dass man den nicht so überhört oder dass man eben diese Ängste, die da entstehen, auch hinterfragt und sagt, ist es wirklich, ist das eine begründete Angst oder ist es jetzt ein Erfahrungsbericht oder eine Statistik, die vielleicht aus irgendeiner Sichtweise auch tatsächlich stimmt, auf mich persönlich aber überhaupt nicht zutreffen muss. Also ich fände es halt so wünschenswert. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich bin ganz dankbar, meine Hebamme in der Zeit gehabt zu haben, weil sie natürlich noch so ein bisschen Gegenpol zu der anderen Seite dargestellt hat. Ich fände es einfach so wichtig, dass diese Instinkte der Frauen auch in den gynäkologischen Praxen ernster genommen würden und angehört würden. Und dass eben das Medizinische nicht so gegen das oder mit dem kollidiert im Grunde mit dem Gefühl der Frauen. Ich denke eigentlich, oder die optimal wäre es eigentlich, dass das würde sich ergänzen. Ja, also weil natürlich auch die Medizin ihre Berechtigung hat, wenn sie denn notwendig ist, aber eben auch nur dann. Und wir lassen uns so in diese Angst reinziehen oder wir lassen so von außen bestimmen, wann Medizin denn notwendig ist und wann nicht. Und ich glaube aber, dass wir eigentlich ein gutes Körpergefühl haben. Also nicht nur Frauen, auch Männer, aber ne, dass wir Menschen eigentlich mit einem guten Körpergefühl dafür ausgestattet sind, wann etwas tatsächlich nicht stimmt. Und das wird uns so abgesprochen. Ja. Du sprichst über Instinkt. Hast du, wie gehst du in Verbindung so mit deiner eigenen Stimme oder mit dem Instinkt? Wie hast du das irgendwie gelernt oder was gibt dir so diese Kraft, so darüber zu sprechen und das auch so anzuwenden in deinem Alltag? Hast du das gelernt? Nee, ich glaube, ich habe eher gelernt, mit meinem Instinkt umzugehen. Also ich kann das, glaube ich, so ganz 100% kann ich das gar nicht benennen, weil das einfach ganz viel ein subjektives Empfinden auch natürlich bedeutet. Ich habe früh gemerkt, auch damals schon in der Schwangerschaft mit meiner Tochter, früh gemerkt, dass ich einfach oft ein sehr beklemmendes Gefühl hatte mit Dingen, die für andere Menschen so völlig normal waren. Und erstmal habe ich das lange hinterfragt und auch hinterfragt, ob das denn dann bedeutet, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, ob ich vielleicht irgendwas völlig anders sehen müsste. Ich glaube, es ist, oder der Instinkt zeigt sich dann, wenn wir einen Gedanken oder ein Gefühl haben, was sich immer wieder durchsetzt, trotz aller anderen Argumente. Ja, also wir können noch so rational sein, wir können noch so sehr versuchen, die Dinge mit unserem Verstand zu erfassen. Ich denke, dass wenn der Instinkt uns was anderes sagt, dann haben wir dieses, oder dann entsteht ein beklemmendes
Gefühl, wenn wir mit unserer Intuition und mit unserem, ja, mit unserer Persönlichkeitsstruktur, würde ich sagen, in Kontakt sind, dann fühlen wir das, weil wir einfach insgesamt zufriedener sind. Ich glaube, dass das tatsächlich ganz, oder dass das so ein bisschen der Kompass auch für den eigenen Instinkt, für die eigene Intuition ist. Welcher Gedanke, welches Gefühl bringt mich dazu, in mir zu ruhen? Und welche Gedanken bringen mich dazu, aus mir rauszugehen, im Grunde? Ja, also wann, oder ich denke, wenn wir in diesen, ich glaube, das kennen wir auch alle, wenn wir in diesen Modus kommen, in dem wir eigentlich nur noch damit beschäftigt sind, Impulse aufzugreifen, dann entfernen wir uns ganz weit von unserem Kern. Das ist so dieser Funktionieren-Modus. Also ich glaube, alle Mamas kennen das. Wir haben diese Phasen, wo wir einfach funktionieren. Und ich glaube, gerade dann, irgendwann kommt der Moment, wo sich die Intuition einschaltet und sagt, hey, stopp, atme mal durch, schalt mal einen Gang runter. Und das ist nichts Rationales. Das ist nicht der Verstand, das ist nicht unser, ja, unsere Logik, die uns dahin führt, sondern ich denke, das ist die Intuition. Und ich denke, man kommt dahin, indem man immer wieder hinterfragt, ist das gerade mein Gefühl? Ist es das, was tatsächlich auch mit mir übereinstimmt und auch in einer anderen Situation mit mir übereinstimmen würde? Oder ist es ein Impuls, der gerade zwar aus dem Moment heraus entsteht, aber nicht aus mir heraus? Und ich denke, dass das erfordert natürlich ein bisschen, ja, Übung will ich gar nicht sagen. Ich glaube nicht, dass man das üben muss. Das erfordert eigentlich eher eine Achtsamkeit, einfach zu lernen, auf die Dinge zu hören. Das ist vielleicht die Übung, sich das bewusst zu machen, diese Strukturen bewusst anzugucken und auch bewusst mal vielleicht Gefühle zu fühlen, die nicht so angenehm sind. Wir neigen dazu, unsere unangenehmen Gefühle so wegzuschieben und auch mit Ablenkung oder mit anderen Dingen so zu verdrängen. Und ich glaube, dass wir dadurch ganz viel auch unser eigenes Selbstbild verzerren, weil wir uns gar nicht mehr so richtig wiedererkennen dann in unseren eigenen Prozessen. Und ja, wie ich ja vorhin schon sagte, also ich glaube, das ist auch das ganz oft, was Menschen in Coaching oder in eine Beratung führt, ist eigentlich die Suche dahin zurück. Also ich erlebe das oft, dass Leute eben mit einem Ziel kommen. Also ich möchte mein Abitur schaffen, ich möchte die Führerscheinprüfung schaffen, ich möchte, weiß ich, gelassener mit meinen Kindern werden. Ich, ne, so. Und am Ende gibt es aber nicht. Es gibt nicht die Methode, um gelassener mit den Kindern zu werden. Es gibt nicht die Methode, um das Abitur zu schaffen. Es gibt nicht die Methode, um den Führerschein zu schaffen, sondern am Ende ist es immer dasselbe, zu fragen, warum brauche ich denn überhaupt ein Coaching, um das zu schaffen? Welches Gefühl sagt mir denn, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass ich es vielleicht nicht schaffe? Woher kommt denn überhaupt diese Angst, dass ich es eventuell nicht schaffe? Also, und ich glaube, wenn wir das immer wieder hinterfragen, dann ist es am Ende die Intuition und ich denke auch am Ende dieses zu merken, das ist ganz oft, merke ich das auch im Coaching, dass das so passiert mit der Zeit, zu merken, okay, diese gefühlte Barriere oder diese gefühlte, ja, dieses Gefühl zu haben, ich würde gerne, aber das geht halt nicht, weil, das ist ganz oft selbst gemacht. Und in dem Moment, wo die Menschen ihre Wünsche äußern, ohne über die Wenn und Abers nachzudenken,
ohne über das eventuell nachzudenken und über das, was wäre, wenn. In dem Moment kommen wir an die Wünsche, die wirklich echt sind, die wirklich uns entsprechen. Und dann geht es nicht mehr um den Führerschein, sondern es geht vielleicht um die Freiheit, die damit verbunden ist. Ja, oder es geht nicht mehr um das Abitur an sich, sondern es geht vielleicht um das Erfolgserlebnis, was ich damit verbinde. Oder es geht um ein ganz anderes Ziel, was ich eigentlich damit erreichen will. Und ich glaube, wenn wir ja diese Prozesse einfach so ein bisschen öfter hinterfragen, dann lernen wir auch irgendwann, eine Intuition von einer Angst zu unterscheiden oder von einem Gedanken, weil es ist halt nicht das Gleiche. Also nicht jeder Gedanke, den ich denke, ist auch gleich eine Intuition oder Instinkt. Eva, was hast du irgendwelche Tipps oder etwas, was du den Frauen auf den Weg geben möchtest, generell zum Leben vielleicht, aber auch zu dem Umgang mit Schwangerschaft und mit Fehlgeburt? Und Ja. Also ich glaube, zum einen, das ist, wenn ich jetzt mal grundsätzlich zum Thema der Umgang mit Schwangerschaft und Fehlgeburten, ich glaube, dass das ganz viel am Ende den Umgang mit dem Leben an sich bedeutet. Und ich denke, wenn ich annehmen kann, dass das Leben seinen eigenen Fahrplan hat und dass es etwas gibt, was über das hinausgeht, was ich beeinflussen kann. Und wenn ich damit leben kann und damit meinen Frieden finden kann, dann denke ich, ist es einfacher, auch mit einer Fehlgeburt als Teil des Lebens einfach umzugehen. Und ich denke, dass eben auch in der Schwangerschaft, das ist dasselbe, ob ich jetzt schwanger bin oder ob ich eine Fehlgeburt erleben muss, es geht darum, am Ende das anzunehmen, so wie es ist, zum einen. Und das Vertrauen nicht zu verlieren. Also ich glaube, dass eine Frau, die schwanger wird, nicht per se Ängste hat. Also schwanger sein an sich macht erstmal keine Angst. Ja, das würde die Natur ja nicht so machen. Das macht keinen Sinn, sondern die Ängste kommen durch die Gedanken, die wir uns machen, zum anderen viel durch Dinge, die wir hören, vielleicht auch von Freunden und Bekannten und ich weiß nicht was. Und natürlich auch schon, ich denke, das hat viel damit zu tun und auch einfach durch die durch diese vielen Eventualitäten, die uns da aufgezeigt werden, was alles passieren kann. Also ich glaube, natürlich, man sollte das nicht wegdenken und man sollte nicht so tun, als gäbe es diese Dinge nicht. Ich glaube, wir müssen aber einfach aufhören, das Ganze so zu technisieren. Das ist kein technischer Vorgang. Eine Schwangerschaft nicht und eine Geburt nicht und eine Fehlgeburt nicht, sondern es ist ein natürlicher Vorgang. Ja, also natürlich hat auch die Natur ihre Technik, aber es ist nichts, was durch eine Technik oder durch ein von außen gemachtes System optimiert werden könnte oder besser gemacht werden könnte, als es ist. Es ist so, wie es ist, ist es gut und es ist perfekt eigentlich, genauso wie es ist. Und das schließt im Grunde auch eine Fehlgeburt mit ein.
Also auch eine Fehlgeburt ist so, wie sie passiert, perfekt und so, wie die Natur es vorgesehen hat. Und ich denke, wenn man sich das bewusst macht, dann kann man vielleicht ganz viele Ängste, die auch in so einer Schwangerschaft entstehen, loslassen. Weil man vielleicht annehmen kann, dass es in Ordnung ist. Also das ist, glaube ich, vielleicht so, das ist das, was ich mit meiner Tochter nach der Fehlgeburt oft thematisiert habe. Meine Tochter ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so klein, das heißt, sie hat es jetzt auch dann relativ bewusst mitbekommen und sie hat ja auch mitbekommen, dass wir natürlich einfach schockiert waren und traurig waren. Ich habe mit ihr ganz oft, haben wir abends drüber gesprochen, zu sagen, das ist traurig und das ist nicht schön, aber es ist nichts Schlimmes. Also es ist nichts Dramatisches. Es gibt diese Dramatik, die wir da drin sehen, die wir da rein interpretieren, die ist eigentlich nicht da. Es ist was, was einfach zum Leben dazugehört. Ja? Also, und es ist natürlich auch einfach eine Lebenseinstellung an sich. Also ich würde jeder Frau raten, für sich ihren Weg zu finden. Und wenn das nicht ihr Weg ist, die Dinge zu Hause und alleine zu machen, dann ist auch das in Ordnung. Also für mich ist es so und für mich ist es auch so, dass unsere Haustiere sterben auch zu Hause, weil ich das einfach richtig finde. Und das ist aber, ne, es hat denselben Ursprung. Es gehört halt so zum Leben dazu. Und ich glaube, es nimmt die Dramatik, wenn wir das einfach als ja, Teil des Lebens auch ansehen und annehmen können. Genau. Und ja, vielleicht auch mal einen Stress und auch mal eine Krise und all die Dinge, die da kommen, zum Leben dazuzählen können. Ohne uns gleich zu hinterfragen, ohne mit uns ins Gericht zu gehen. Auch ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da nicht verurteilen, weil wir Dinge denken oder fühlen oder ja, mit einer gewissen Emotion interpretieren. Also Prozesshaftigkeiten bejahen ist da, glaube ich, so das Thema, zu sagen, im Grunde, ich kann es nur ich kann das im Grunde nur loslassen und mich davon befreien, wenn ich es so sein lasse, wie es ist. Weil nur dann brauche ich selber nichts mehr daran zu tun. Und dann entsteht eine Freiheit, glaube ich. Du hast das, glaube ich, auch mal in einem deiner Videos gesagt. Also es ist eigentlich ganz faszinierend. Schwanger sein ist ja gar nichts Aktives im Grunde, sondern es ist ja ein völlig passiver Vorgang. Also du bist da und in dir entsteht Leben. Und im Grunde zu wissen, die eigentliche Aufgabe, die man hat, ist, das zu erwarten, das anzunehmen und die Geduld, glaube ich, zu haben, dann fallen Kleinigkeiten nicht mehr so sehr ins Gewicht. Ich glaube, die Ängste entstehen durch viele Kleinigkeiten, durch viele Eventualitäten. Und es ist ja auch wirklich, also es ist ja oft dann so, dass diese Ängste sich im Nachhinein auch als unbegründet herausstellen und wir uns da Stressquellen machen und schaffen, ja, die uns selber Energie rauben und die einfach am Ende, das ist dann wirklich schade, nicht wirklich nötig gewesen wären oder uns vielleicht unnötig behindert haben. Ja? Also es gibt Behinderungen, die sind manchmal sinnvoll, weil man die Richtung ändert. Und es gibt aber Dinge, die blockieren einfach und die bringen einen nicht weiter. Ja, und ich denke, dieses in den Ängsten verharren. Und das ist so eine Sache, die wir gut können, die, glaube ich, auch gerade gut in die deutsche Gesellschaft besonders gut reinpasst. Ja, also wir
verharren gerne in unseren Ängsten und finden das, glaube ich, auch ganz schick manchmal. Aber ich finde es halt nicht gesund. Also ich glaube, Ängste sind eigentlich dafür da, uns vor Gefahren zu beschützen. Und wo keine tatsächliche Gefahr da ist, ist im Grunde auch eine Angst unbegründet. Und das kann ich einfach immer nur wieder mit auf den Weg geben, die Angst zu hinterfragen, sich nicht der Angst so hinzugeben, sondern zu sagen, ist das jetzt wirklich eine Sorge, die ich habe? Oder ist das eine Angst, die gerade im Moment entsteht, ein Impuls, der gerade vielleicht durch irgendwas entsteht? Genau, den Unterschied zu sehen, zu fühlen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Eva, als du die Fehlgeburt erlebt hast, wie waren zum Beispiel Reaktionen von Freunden, Freundinnen, oder wie würdest du dir wünschen, dass Leute aus dem nahen Umfeld der Frau reagieren würden, oder wie könnten Leute aus dem Umfeld der Frau, was könnten die ihr Gutes tun oder wie könnten sie stützen oder was ist so etwas, was dir gut getan hat oder was du glaubst? Du würdest auch gerne sagen, für die Leute, die an der Seite von Frauen sind, die ihre Babys zum Beispiel verlieren. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema. Und ich glaube auch, dass die meisten Frauen, das ist vielleicht auch tatsächlich ein Stück weit unabhängig vom Umfeld, dass die meisten Frauen sich erstmal alleine fühlen oder alleingelassen fühlen mit der Situation. Ich denke, dass das zum Teil aber auch einfach dadurch entsteht, dass wir sind natürlich alleine in dem Moment, weil wir entbinden, wir gebären. Das heißt, ich glaube, wichtig ist es, glaube ich, zu wissen, dass ein Verarbeitungsprozess, eine Schockreaktion nichts ist, was jemand steuert oder was jemand sich aussucht oder bewusst eine Art und Weise wählt, sondern dass auch das wieder, da bin ich, ist im Grunde wieder dasselbe, also, sondern dass auch das am Ende ein Prozess ist, der ablaufen muss, damit auch die Seele sich davon befreien kann und damit wir eben nicht diese Päckchen als Last mit uns rumschleppen. Ich glaube, ein häufiges Problem ist, dass oft von den Frauen erwartet wird, dass sofort wieder dass man einfach sofort wieder funktioniert. Also ich glaube, für Außenstehende ist oft eine Fehlgeburt als Verlust nicht wirklich wahrnehmbar. Das ist natürlich für die Frau selbst, die längst eine Bindung zu dem Kind hat und längst vielleicht auch mit dem Kind spricht und natürlich auch da einfach nicht nur eine emotionale Bindung zum Kind, sondern auch zu einem Lebensplan, zu einem Lebensentwurf einfach zerbricht. Ja, also ich glaube, das ist so das, was für Außenstehende auch sehr schwer fassbar ist. Ich glaube, was ich Außenstehenden oder Angehörigen gerne mitgeben würde, ist zu sagen, es ist, glaube ich, es gibt keinen richtigen Weg. Es gibt nicht, auch da wieder gibt es nicht den Masterplan, um aus der Situation rauszuhelfen. Und ich glaube auch, dass eigentlich das immer kontraproduktiv ist, dieser Wunsch danach, aus dieser Situation rauszuhelfen. Ich glaube, wichtig ist auch da, das Gefühl zu vermitteln, da zu sein, ohne aber eine Erwartungshaltung zu haben, ohne jetzt ein Verhalten zu erwarten oder eine Reaktion zu erwarten oder ein Gespräch, ein bestimmtes Gespräch zu erwarten. Ich glaube auch, dass Ratschläge oft nach hinten losgehen, weil es einfach so eine subjektive Geschichte ist. Ja, also
Natürlich hilft das ungemein, auch gerade von Menschen, die es vielleicht selbst schon erlebt haben, zu hören. Und das hilft auch, glaube ich, immer wieder die Erfahrung zu machen, hey, du bist damit nicht alleine und es gibt andere Menschen, die wissen, wie du dich fühlst. Aber dieses an deiner Stelle würde ich jetzt das und das machen und an deiner Stelle würde ich jetzt da und da hingehen und den um Rat fragen. Und ich glaube, das ist kontraproduktiv. Ich glaube, das bringt der Frau nichts, weil ich glaube, in so einem Moment sucht man auch nicht, nicht unbedingt nach Lösungen. Ja, es gibt ja gar keine Lösung. Man hat halt eine Fehlgeburt, dafür gibt es keine Lösung. Ja, sondern wichtig ist eigentlich, ist einfach der Halt und die Sicherheit, ein sicheres Umfeld, um ja, Zeit zu haben, die Kraft zu finden, auch wieder bei sich anzukommen. Und ich denke, eine mitfühlende Art, die aber nicht in ein Mitleid umschlägt. Also ich glaube, das ist ganz essentiell eigentlich. Also ich glaube, die wenigsten Frauen brauchen Mitleid in so einer Situation. Aber das Gefühl, dass da jemand ist, der ehrlich mitfühlt und die Gefühle auch annehmen kann, so wie sie sind. Ja, also auch wenn ich dann mal wütend bin und auch wenn ich dann, und diese Tage sind auch völlig normal, gerade am Anfang das Gefühl habe, ich kriege gerade überhaupt nichts hin und ich habe auch überhaupt keine Lust. Und ich will eigentlich nur ins Bett und die nächsten 3 Wochen verschlafen, ja, weck mich, wenn es vorbei ist. Also ich glaube, all diese Gefühle sind in Ordnung und sind völlig okay und gehören zu diesem Prozess und dürfen, glaube ich, auch erstmal ausgelebt und erlebt werden. Natürlich muss man auch da mal ein bisschen gucken. Es gibt so Extreme, wo auch ich sagen würde, das dauert mir jetzt zu lange oder wo man sagen würde, da macht es Sinn, sich Hilfe zu holen. Ja, also wenn ich merke, das beeinträchtigt mein Leben so stark, dass ich vielleicht auch an Dingen, an denen ich vorher Freude hatte, gar keine Freude mehr entwickeln kann oder dass ich einfach gar nicht mehr in der Lage bin, den Kopf mal wirklich frei zu kriegen auch davon. Ja, also das sind so Situationen, wo ich mal sagen würde, dann macht es Sinn, sich Hilfe zu holen. Aber alles andere ist ein ganz gesunder Verarbeitungsprozess, in den man am besten genauso wenig eingreift wie in den Geburtsprozess. Also das hat für mich ganz viele Parallelen. Ich denke auch, dieses, es gibt eine schöne Seite im Internet, ich glaube hebammenwissen.de heißt die, wo eben auch ein ganzes Kapitel über Fehlgeburten zu finden ist. Und auf dieser Seite habe ich einen Satz gefunden, den ich ganz schön fand. Und zwar eben, dass auch eine kleine Geburt ein kleines Wochenbett verdient hat. Und das zum Beispiel finde ich ganz wichtig, weil das Wochenbett eben nicht nur die körperliche Regeneration bedeutet, sondern auch das Ankommen in dieser neuen Situation. Also auch nach einer Fehlgeburt ist man ja einer völlig neuen Situation ausgeliefert. Und ja, also als Angehörige vielleicht auch darauf zu achten, dass die Frau sich ein wenig zurücknimmt. Vielleicht einfach als Partner auch eine angenehme Atmosphäre schaffen. Zu gucken, dass man die Außenreize, die man abschalten kann, einfach mal für eine Weile abschaltet. Dass vielleicht nicht pausenlos das Telefon klingelt oder nicht pausenlos irgendjemand irgendwas möchte oder so. Ne? Das sind so Dinge, die man, glaube ich, gut machen kann. Ein bisschen Schutz bieten in der Zeit. Ja. Eva, noch vielleicht jetzt so zum Ende. Wir runden das Gespräch gleich ab, aber hast du das Gefühl, dass die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, dass du einer neuen Schwangerschaft anders begegnen wirst oder dass du eine weitere Schwangerschaft anders erleben wollen würdest oder auch eine Geburt dann? Ja, also es war halt so, dass ich jetzt auch bei dieser Schwangerschaft für mich eigentlich schon sehr früh den Entschluss gefasst hatte, dass das eine Hausgeburt werden soll.
Deswegen hatte ich auch so früh mich um die Hebamme gekümmert, weil ich eben wusste, dass es schwer ist, überhaupt jemanden zu finden, der das mitmacht. Und sie war da total klasse. Also sie sagte auch, das fand ich ganz interessant, weil sie sagte recht früh, ja, es gibt auch Frauen, die rufen mich erst danach. Und das fand ich für mich so total sympathisch, das Gefühl zu wissen, okay, ich könnte sie auch erst danach rufen, wenn mir danach ist. So, ne? Und ich glaube, das würde ich auch wieder tatsächlich genauso entscheiden. Weil ich für mich das Gefühl, einen Background zu haben, wenn ich ihn brauche, das finde ich gut. Aber ohne diese Angst, dass sich da jemand aufdrängt, den man vielleicht gerade nicht haben oder nicht ertragen kann. Also, ne? Genau. Für mich ist es so, dass, also das muss ich dazu sagen, die letzte Schwangerschaft war ungeplant. Das war keine geplante Schwangerschaft. Und was für uns, glaube ich, tatsächlich aus dieser Erfahrung jetzt so entstanden ist, ist so die Überlegung, zu sagen, wir lassen uns jetzt ein bisschen Zeit und gehen das Thema dann aber bewusst an. Und ich glaube, dass man auch damit sich vielleicht ein Gefühlschaos erspart, weil man diesen Prozess nicht hat, erstmal zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich, oder nicht in diesen Moment gerät, wo man plötzlich vor der Situation steht, das ganze Leben umkrempeln zu müssen. Also ich glaube, das ist auch schon, hat ganz viel damit zu tun, wie eine Schwangerschaft am Ende empfunden wird. Ja, also das ist vielleicht was ich anders machen würde, dass man sagen würde, okay, man bereitet sich mehr darauf vor. Also es war jetzt auch nicht so, dass es schlimm gewesen wäre für uns. Das hätte jetzt ruhig kommen dürfen, das Baby. Das war jetzt nichts Dramatisches, aber es war einfach unvorbereitet. Und ich glaube, so jetzt nach der Erfahrung, ich würde es mir auch wünschen, glaube ich, das nochmal so mit einem anderen Bewusstsein erleben zu können. Das fände ich ganz schön. Aber ich glaube, was sich für mich geändert hat jetzt nach der Fehlgeburt, ist tatsächlich eben, was ich ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen hatte, dieses Gefühl, dieses Zutrauen zu sich selbst wieder zu erlangen, zu merken, okay, der Körper macht das und der macht es egal, ob da jetzt jemand anders sagt, der macht das nicht, dein Körper macht das trotzdem. Das ist deinem Körper ziemlich egal, was andere sagen. Solange du eben dich innerlich gegen den Prozess nicht sperrst oder, ne? Oder eben nicht in Angst verfällst oder nicht anfängst, ja, Gedankengänge zu entwickeln, die vielleicht dann für einen selbst nicht mehr förderlich sind. Also ich glaube, das würde ich als Erfahrung auch in die nächste Schwangerschaft mitnehmen, dass man sich einfach bewusst für diese Ruhe entscheidet. Und dadurch vielleicht auch nicht mehr so schnell in diesen Strudel gerät, wo man plötzlich dann beim Arzt sitzt und diese ganzen Untersuchungen machen lassen soll oder wie auch immer, man sich so erschlagen fühlt von dieser Informationsflut, die da auf einen niederprasselt. Also das wären vielleicht, ja, das wären so die Erkenntnisse, die Erfahrungen, die ich jetzt daraus ziehen würde, zu sagen, du hast eigentlich jetzt durch diese Erfahrung so viel gelernt, dass dir der Arzt ja auch nicht viel Neues erzählen kann, zum Beispiel. Ja, also der kann dir sagen, ob in dem Moment das Herz schlägt, aber mehr ja auch nicht am Ende. Ne? Und das auch mal so zu erleben, dass das tatsächlich so ist, dass das nicht nur mein inneres Gefühl ist, sondern dass das wirklich stimmt, dass der wirklich nichts anderes tun kann, das war, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig und heilsam für mich. Vielleicht auch ganz gut dann für eine erneute Schwangerschaft. Ja. Danke, dass du erzählt hast, Eva, und gesprochen hast. Ich habe viel gelernt und mitgenommen. Wirklich. Ich bin sehr dankbar. Danke dir. Ja, Eva, möchtest du noch irgendeine Arbeit oder ein Projekt oder so vorstellen oder ob du eine Webseite hast oder etwas, was du noch am Ende jetzt. Ja. Genau, also ihr findet mich und meine Arbeit unter soundness.de, sound-ness.de.
Ich kann dir den Link auch nochmal schicken, wenn du magst. Genau, das ist meine Coaching-Seite. Da kann man einfach so ein bisschen schauen. Es ist jetzt keine Website mit 100.000 Unterseiten, sondern eben wirklich eine kleine Homepage, weil ich ein kleines Einzelunternehmen bin. Aber da kann man gerne mal gucken. Da sind so ein paar Infos auch über vergangene Projekte, zum Beispiel, die ich jetzt so gemacht habe in den letzten Jahren. Ansonsten, ja, genau, bin ich jetzt seit einer Weile dabei, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise auch zu strukturieren. Es geht im Grunde genau um die Themen, die wir jetzt auch gerade so ein bisschen besprochen haben. Also, was ist Intuition und wie komme ich dahin und auch wie hilft mir das im Alltag? Also, und für mich eben auch so ein bisschen, das ist so eine Frage, die mir ganz oft in den Kopf kommt. Warum tun wir uns so schwer eigentlich? Warum tun wir uns eigentlich so schwer damit, der Intuition zu vertrauen? Und warum ist das kein Fach in der Schule? Ja. Genau. Und ja, also über diese Arbeit suche ich und freue mich natürlich tierisch immer über solche Kontakte, jetzt auch wie mit dir, Lena, oder ne? Bin auch da immer super interessiert, einfach an Kooperationen oder an Gesprächen und einfach auch an Gedankenaustausch. Genau, und ja, das Buch ist im Moment wirklich ein lebendiges Projekt. Es gibt ein paar Kapitel, die mir sehr am Herzen liegen, die auf jeden Fall rein sollen. Und ja, es gibt aber auch so ein paar Themenbereiche, die für mich so ein bisschen offen sind noch. Eben auch, weil ich ganz gerne da noch ja, auch einfach verschiedene Erfahrungen zu hätte und nicht nur von meiner eigenen Erfahrung erzählen möchte. Genau, ja, das ist so das, was ich im Moment mache. Wir können ja machen, dass du mir Links schickst und ich schreibe sie da unten in die Infobox, wenn... Genau. Frauen interessiert sind, dann gucken die da und dann finden die dich und sehen noch mehr von dir. Das machen wir gerne so, genau. Fühlt es sich gut an, Eva? Möchtest du noch, ist noch etwas, was du sagen möchtest, um das abzurunden? Bist du zufrieden? Nee, für mich fühlt sich das total gut an. Also ich, wie gesagt, ich würde halt nochmal so einfach so als Abschluss wirklich mit auf den Weg geben. Verlasst euch echt mehr auf euer Gefühl und ja, sucht nicht so viel die Lösung im Außen. Also wenn man eine Lösung im Außen braucht, dann findet man die und dann ergibt die sich irgendwie. Aber man muss nicht ständig auf der Suche danach sein. Vieles ja, regelt sich eben wirklich von allein. Und das hat Lena auch schon mal ganz schön so formuliert. Das Leben trägt eben auch. Ich glaube, darauf müssen wir uns ein bisschen mehr verlassen. Ja. Schön, Eva, vielen Dank. Ich danke dir, Lena, für das tolle Gespräch. Bis dahin, ihr lieben Frauen. Bis bald, tschüss.